In diesem Video sprechen wir darüber, warum Human Design im Prinzip einfach ist, aber eben nicht leicht. Und dabei geht es vor allen Dingen um die Anwendung von Human Design in deinem Alltag und weniger um das Erlernen des Systems an sich. Ich bin Sarah Heinen, Coach und Creator für Authentizität, und Human Design ist eines meiner allerliebsten Tools in meiner Arbeit, mit der ich Menschen begleite, in ein authentischeres Leben zu kommen, in dem sie mehr sie selbst sein können. Ja, und Human Design nennt man auch die Science of Differentiation, also die Wissenschaft der Differenzierung. Denn es geht darum, dass wir alle unseren ganz einzigartigen Fingerabdruck haben, unseren energetischen Fingerabdruck und ganz einzigartige Qualitäten, die wir mitbringen. Und diese einzigartigen Qualitäten, um die zu leben, da dürfen wir sehr viel entlernen oder wieder verlernen, was wir im Laufe unseres Lebens uns angeeignet haben, an Denkweisen, an Verhaltensweisen oder zusammengefasst auch an Konditionierung. Freiwillig oder unfreiwillig, wir werden immer konditioniert in unserem Leben. Und die Dekonditionierung ist die grundsätzliche Idee des Human Designs, nämlich, dass unser Human Design uns aufzeigt, wie wir eigentlich gedacht sind. Und dass wir den Weg der Dekonditionierung gehen, also die Dinge wieder verlernen oder entlernen, die uns von dem abhalten, wie wir eigentlich gedacht sind. Und Konditionierung haben wir überall in unserem Leben. Jeder Lernprozess ist eine Konditionierung. Ein ganz einfaches, simples Beispiel. Ich bin vor vielen Monaten, ich glaube, es ist mittlerweile über ein halbes Jahr her, auf der Toilette von Flüssigseife auf Festseife umgestiegen. Noch heute, Monate später, passiert es mir bei diesem super einfachen Handgriff, dass ich immer noch auf den Pumpspender drücke, der nicht mehr da ist. Und das ist wirklich, wie gesagt, ein sehr, sehr simples Beispiel, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder darum, wie wir uns in unseren Beziehungen verhalten, dann ist das natürlich noch viel, viel komplexer. Und diesen Mustern liegen Konditionierungen zugrunde, die es meist in unserem Leben schon seit Jahren oder eben Jahrzehnten gibt. Das heißt, es ist nicht einfach, diese Konditionierungen zu verlernen, sie zu verändern, eben zu dekonditionieren. Aber es ist möglich. Und Human Design gibt uns in gewisser Weise schon so einen kleinen Shortcut, weil es uns einfach ganz bewusst auf Themen aufmerksam machen kann, ja? Unser Bewusstsein schärfen kann für die Dinge, wo wir entgegen unserer eigenen Energie leben. Und von Konditionierung gibt es verschiedene Formen bzw. Quellen, wo Konditionierungen entstehen können. Vor allen Dingen, wenn wir über die psychologische Sicht von Konditionierung hinausschauen und auch die Sicht von Human Design mit einfließen lassen. Konditionierungen sind erstmal einfach alles, was wir lernen in irgendeiner Form. Vor allen Dingen von unseren Bezugspersonen, sei es jetzt Eltern, Geschwister oder später eben in Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Dinge, die wir entweder gezielt beigebracht bekommen oder aber Dinge, die wir uns abschauen, ja, weil wir schauen, wie machen die anderen das? Und dann haben wir den Bereich, dass Konditionierungen entstehen können, einfach durch Schlussfolgerungen, die wir nach unseren Erlebnissen ziehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel das erste Mal in der Schule eine schlechte Note in Mathe bekommst, dann kann es sein, dass du die Schlussfolgerung daraus ziehst, ich kann kein Mathe, oder vielleicht sogar die Schlussfolgerung, ich bin dumm. Ja, um jetzt so ein wirklich ganz plattes und einfaches Beispiel zu nennen. Das heißt, wir erleben Dinge in unserem Leben, vor allen Dingen natürlich in unserer Kindheit, und daraus folgern wir Dinge über uns selbst und über die Welt und andere Menschen. Dann gibt es natürlich auch Konditionierungen, die auf Basis der gesellschaftlichen Normen entstehen. Ja, Dinge, wo man sagt, die macht man so, ja, woran wir uns orientieren, um unseren Platz in der Gesellschaft nicht zu verlieren. Und dann gibt es Konditionierung, die ja ein Stück weit weitergegeben wird durch unsere Ahnen. Ganz egal, ob du das jetzt aus einer spirituellen Perspektive betrachtest oder ob du es aus einer biologischen Perspektive, sprich der Epigenetik, betrachtest, ja, dass uns wirklich über unsere Gene Konditionierungen weitergegeben werden. Und wenn wir die verlernen wollen, dann braucht es ein hohes Bewusstsein dafür, weil es ja schon unser Leben lang so gewesen ist. Übrigens auch mit vielen anderen Formen der Konditionierung, die wir einfach sehr früh in unserem Leben erfahren. Wir kennen es einfach nicht anders als so. Und da kann Human Design eben ein super Tool sein, um unser Bewusstsein diesbezüglich zu schärfen.
Und dann kommen wir noch zu der Form, die ja Human Design eigen ist. Die Form der Konditionierung, nämlich die energetische Konditionierung. Wenn du zum Beispiel als Energietyp Projektor bist, aber mit zwei Generatoreneltern und vielleicht noch einem Manifestorbruder oder Schwester aufgewachsen bist, dann wirst du unterschiedlichen Energien ausgesetzt. Und das ist total normal, das ist auch richtig und wichtig so. Doch was dadurch passieren kann, ist, dass du auf einer energetischen Ebene das Gefühl bekommst, so müsstest du sein, so wie die anderen. Und wenn du dann eben ein Energietyp bist, der in deinem Umfeld vielleicht sonst nicht so wirklich vorkommt, beziehungsweise die Menschen in deinem Umfeld ihren Energietyp gar nicht richtig leben, sondern sehr daran vorbeileben, aufgrund wiederum von anderen Konditionierungen, ja, dann kann es sein, dass du auch auf einer energetischen Ebene konditioniert bist. Und all diese verschiedenen Ebenen, die lagern sich dann im Zweifelsfall übereinander. Da bekommst du schon eine Idee davon, ja, warum Human Design im Prinzip, nämlich deiner Strategie und Autorität zu folgen, eigentlich einfach ist. Doch es ist nicht leicht, weil wir diese verschiedenen Schichten von Konditionierungen haben, die wir Stück für Stück und Schritt für Schritt verlernen dürfen. Und das ist etwas, was Zeit braucht und was auch ein gewisses Maß an Commitment von dir erfordert. Wenn du denn da wirklich es ernst meinst und ganz entsprechend deines Human Designs und deiner Energie leben möchtest. Zusammenfassend könnten wir sagen, dass aus Sicht des Human Designs Konditionierung all das ist, was dich von deiner eigenen ursprünglichen Energie abhält. Also jedes erlernte Muster, was dich davon abhält, das zu leben, was wirklich dir selbst entspricht. Und wenn du neu ins Human Design einsteigst, dann ist meistens dein Energietyp und die dazugehörige Strategie und die Autorität, das sind die ersten Dinge, die du über dein eigenes Human Design lernst. Vielleicht noch das Profil. Und im Prinzip reicht das. Du musst nicht mehr über dein Human Design wissen, auch wenn ich natürlich verstehe, dass all die anderen Dinge, ja, die Tore, die Kanäle, dein Lebensthema, dein Inkarnationskreuz, die Variablen und all das super spannend ist. Doch eigentlich, ja, werden diese Dinge viel zu häufig dafür genutzt, wieder neue Konditionierungen aufzubauen. Weil wenn du auf einer Verstandesebene lernst, ich habe diese und jene Variable, ich soll auf diese und jene Weise zum Beispiel essen, dann führt dich das eigentlich wieder von dem weg, wo dich Strategie und Autorität hinführen wollen. Nämlich von deinem eigenen Körperempfinden, von deiner eigenen Körperweisheit, deiner Intuition, die dir zeigt, was die für dich passenden Dinge und Entscheidungen sind. Das heißt, das Prinzip ist einfach, folge deiner Strategie und deiner Autorität. Doch dann wirst du eben mit all den Dingen, all den Mustern, all den Themen, die du im Laufe deines Lebens gelernt hast, konfrontiert. Vor allen Dingen, wenn da eben eine große Differenz besteht zwischen dem, was dein Human Design dir sagt und dem, wie du es bisher gemacht hast. Und wenn dann noch, ja, die Infos aus dem Human Design on top kommen, dann baust du dir eben auf deine bestehenden Konditionierungen noch neue obendrauf. Und deshalb predige ich immer und immer wieder, fokussiere dich auf Strategie und Autorität und die werden dich im Laufe der Zeit peu à peu à peu immer mehr zu dem hinführen, was wirklich dir selber entspricht. Und damit wird sich dein eigenes komplettes Human Design auf, ja, vielleicht nicht magische Art und Weise, ja, aber doch als logische Konsequenz davon Stück für Stück entfalten. Und natürlich, klar, lern all die Dinge, ja, aber die in deinem Human Design Chart drin sind, versuche damit nicht neue Konditionierungen aufzubauen, indem du sagst, ich muss das so machen, weil ich habe Variable XY oder ich kann dieses und jenes nicht, weil ich bin der und der Energietyp oder ich habe dieses und jenes Tor nicht oder so. Damit machst du dir das Leben schwerer, als es eigentlich sein muss. Ja, das Prinzip hinter Human Design ist simpel, Folgestrategie und Autorität. Kompliziert machen es dein Verstand und die Konditionierungen, denen du begegnest und die es gilt, wieder zu verlernen. Lass uns mal zwei Beispiele machen. Eine Freundin oder ein Freund fragt bei dir an, ob du dich mit der Person treffen möchtest. Und du merkst eigentlich, du bist müde und na, eigentlich hast du nicht die Energie dazu. Aber dein Verstand, der sagt dir, du bist keine gute Freundin, wenn du das nicht machst. Ja? Oder es kommt die Angst hoch, die Person vor den Kopf zu stoßen. Oder vielleicht hast du das Gefühl, ich werde unbedingt gebraucht und deshalb muss ich hingehen. Und das, was deine Autorität dir in diesem Moment sehr wahrscheinlich sagen würde, ist, die Energie ist einfach nicht da.
Und wenn du selbst die Ressourcen nicht hast, dann sag das Treffen lieber ab und verschiebe es auf einen Zeitpunkt, wo du die Energie hast. Doch ja, da clashen das, was dein Körper dir sagt, ja, deine Strategie und Autorität, mit dem, was dein Verstand dir sagt, deine Konditionierung, das, was du gelernt hast. Anderes Beispiel. Vielleicht interessierst du dich neuerdings für Spiritualität, vielleicht auch Human Design. Und du spürst einen ganz großen Zug hin zu diesem Thema, dich mehr damit zu beschäftigen oder vielleicht auch das Thema mit anderen in deinem Umfeld zu teilen. Doch dann kickt dein Verstand rein, der vielleicht sagt, ah, du bist verrückt, du bist die Einzige, die sich dafür interessiert. Und was denken vielleicht die anderen über dich? Und wäre es nicht einfacher, mit denen über die gewohnten Themen zu sprechen und dieses neue Interesse zu verschweigen? Das, was aber vielleicht deine Autorität weiß, ja, dein Körper weiß, nicht denkt, sondern weiß, dass es wichtig für deine eigene Entwicklung ist, dass du jetzt diesen Schritt gehst. Vielleicht geht es darum, dass genau du die Person bist, die dieses Thema in deinem Umfeld bekannt macht. Und vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, sondern vielleicht geht es darum, dass du lernst, mehr für dich und deine Interessen einzustehen. Und vielleicht ist jetzt anhand dieser beiden Beispiele ein bisschen klarer geworden, was für Situationen es in deinem Alltag sind, wo dir deine Konditionierungen immer wieder dazwischen grätschen, wo du dir vielleicht vornimmst, deiner Strategie und Autorität entsprechend zu leben, wo dann aber dein Verstand mit deinen alten Überzeugungen reinkickt. Und was es braucht, um das zu verändern, sind tatsächlich strukturelle Veränderungen in deinem Gehirn, weil es sind wirklich Nervenbahnen, die auf eine gewisse Art und Weise miteinander verknüpft sind, wo deine alten Konditionierungen abgebildet sind. Und um jetzt zu dekonditionieren bzw. eben neue Verhaltensweisen und Muster zu lernen, darfst du wirklich im Gehirn diese Verknüpfungen verändern. Und das ist eben was, was du weder über deine Willenskraft schaffst, noch von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit und es braucht vor allen Dingen auch Wiederholung. Genauso wie du deine alten Muster immer und immer wiederholt hast, darfst du eben auch die neuen, die du dir wünschst, immer und immer wiederholen. Das heißt, beginn in kleinen alltäglichen Situationen mit deiner Strategie und Autorität zu experimentieren und wag dich immer ein Stückchen weiter und weiter und weiter. Und so wirst du Stück für Stück immer mehr mit deinen alten Konditionierungen konfrontiert, bekommst aber eben auch die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden. Und je häufiger du das machst, desto mehr geht dir das in Fleisch und Blut über. Was auf jeden Fall auf diesem Weg passieren wird, du wirst mit Ängsten konfrontiert werden. Der Angst, nicht dazuzugehören, der Angst, nicht genug zu sein, der Angst, abgelehnt zu werden, der Angst, anders zu sein. Doch genau darum geht es ja, dass du anders bist als die anderen, genauso wie die anderen anders sind als du. Ja, die Differenzierung, das ist die Idee hinter Human Design. Und du kannst natürlich diverseste Tools, die es gibt, noch hinzuziehen, um dich mit diesen Ängsten beschäftigen zu können, beziehungsweise diesen Ängsten liebevoll zu begegnen. Ich liebe zum Beispiel die Arbeit mit inneren Anteilen, denn es sind alte, meist kindliche Anteile in uns, die Angst haben. Und wenn wir die liebevoll an die Hand nehmen, dann fällt es uns meist auch leichter, unser Verhalten zu verändern. Und da kommt so ein bisschen die Frage ins Spiel, kann man nur ein bisschen Human Design machen? Oder muss man da all in gehen? Es gibt Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Es gibt welche, die sagen, ja, du kannst da auch ein bisschen was machen. Es gibt andere, die sagen, nein, du musst da auf jeden Fall 100% rein und alles andere vergessen. Ich finde, oder ich zeige auch immer wieder die Erfahrung, vor allen Dingen im Coaching, schon das Bewusstsein über deine Verhaltensweisen ist so ein wahnsinnig wertvoller Schritt, den Human Design dir schenken kann, der immer der erste Schritt dafür ist, wenn du wirklich auch tatsächlich etwas verändern möchtest. Das heißt, ja, man kann meiner Meinung nach Human Design erstmal ein bisschen nutzen, um zu Bewusstsein zu kommen. Aber wenn dein Ziel ist, wirklich anhand deiner Intuition, anhand deiner eigenen Körperweisheit, anhand deiner Energie, die wirklich dir entspricht, zu leben, dann erfordert das Commitment, mit oder ohne Human Design. Das heißt, es braucht wirklich die Entscheidung von dir, nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder auf das zu hören und dem zu folgen und dem zu vertrauen, was aus dir, was aus deinem Innersten sich zeigt, anstatt immer zu gucken, wie machen das die anderen oder auf den Verstand zu hören, der dir sagt, ja, haben wir immer schon so gemacht, machen wir auch weiterhin so.
Und wenn du gerne auf diesem Weg der Dekonditionierung Begleitung haben möchtest, das nämlich auch super wertvoll ist, wenn da mal von außen jemand auf deine Muster drauf schaut, der dir dann zeigen kann anhand deines Human Designs, guck mal, hier und da, ja, könntest du es auf diese und jene Weise anders machen. Das ist super hilfreich, zusätzlich natürlich zu deiner Strategie und Autorität. Und vor allen Dingen aber natürlich auch, wenn es darum geht, deinen Ängsten, deinen inneren Anteilen zu begegnen. Ich mache zum Beispiel inneres Kind-Coaching auch im Zusammenhang mit Human Design, Gene Keys und Astrologie, wo es genau um diese Themen geht, ja? Diese Angst, nicht genug zu sein, die Angst, anders zu sein. Und wo wir daran arbeiten, diesen Ängsten liebevoll zu begegnen und ja, damit den Grundstein dafür zu legen, dass du mehr du selbst sein kannst, so wie du eigentlich wirklich gedacht bist. Und wenn du Interesse hast, mit mir gemeinsam diesen Weg der Dekonditionierung zu gehen oder dich punktuell von mir dabei begleiten zu lassen, dann schau unten in die Infobox, da habe ich dir meine Webseite verlinkt. Da kannst du dir ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Dann schauen wir, ob vielleicht eine einmalige Human Design Session der erste Schritt für dich ist oder ob du in einem Coaching oder im Coaching zum inneren Kind bestens aufgehoben bist. Das Ganze unverbindlich und kostenfrei. Und ich freue mich, dich kennenzulernen.